Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es hinter mir, haben wir eine Aktie und wir haben ganz viele Striche hier drin. Und zwar warum? Es geht heute mal wieder um eine Strategie. Und zwar geht es darum, einer der Zuschauer hier, und zwar CF Cashflow, hat uns einen Kommentar geschrieben. Und diesen Kommentar fand ich so interessant, dass wir ihn hier mal ein bisschen auseinandernehmen und schauen, okay, wie hat er das gemeint? Was sind die Vor- und Nachteile der Strategie, die er hier beschrieben hat? Und um was es da genau geht, das seht ihr jetzt gleich. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Ich habe den Namen schon erwähnt, also der Zuschauer CF Cashflow, Flo, wie der Flo geschrieben, also sehr cooler Name, der hat uns einen Kommentar geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal dafür. Ihr seht, es ist immer toll, wenn ihr euch eure eigenen Gedanken macht. Ne? Und diese Gedanken dürfen auch durchaus kontrovers zu meiner Meinung sein. Also das muss nicht immer genau das sein, was ich hier sage. Ihr könnt auch mal sagen, ah, ich sehe das ein bisschen anders, aber eben nicht einfach nur so, ich sehe das anders ohne Begründung, sondern genauso wie es hier gemacht wurde, eine Begründung dazu schreiben. Und CF Cashflow, also du hast dazu was geschrieben. Ich blende euch auch mal hier den Kommentar ein, und zwar ging es bei dem Video um Absicherung mit Optionen. Ich bin ja nicht so der ganz große Fan von Optionsabsicherungen, sondern sage, okay, das kann man geschickter machen. Machen wir zum Beispiel hier an der Akademie im Hedging-Seminar. Also da gibt es wirklich wesentlich interessantere Möglichkeiten, als mit Optionen das zu machen. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns das Ganze mal an. Und ihr seht also hier, es geht darum, am Beispiel von Apple, man kauft 100 Aktien für 189 Dollar und diese soll dann abgesichert werden, wird ein Put dazu gekauft, und um diesen Put, der ja Geld kostet, entsprechend zu finanzieren, werden dann nochmal ein Put verkauft und ein Call verkauft, sodass, wenn man die einzelnen Prämien zusammenrechnet, das Ganze quasi kostenneutral ist. Und eine kostenneutrale Absicherung, das ist natürlich immer was Tolles. Und wenn man das ja auf den ersten Moment liest, denkt man, hey, das ist ja super. Wenn man dann allerdings mal ein bisschen ins Detail geht, fällt auf, okay, es gibt doch eine Schwachstelle an der ganzen Sache. Und das zeige ich euch jetzt am besten mal hier direkt am Chart, weil da kann man sich es am besten visualisieren. Also, was haben wir hier? Wir haben hier auf der einen Seite haben wir hier die Aktie von Apple. Und spannenderweise, im Video oder in dem Kommentar ist geschrieben, ich kaufe die für 189 Dollar, und zuletzt hat sie hier tatsächlich bei 189 Dollar auch geschlossen. Das heißt, das stimmt perfekt. Also das wäre der Punkt Nummer 1, dass man also sagt, hier Kauf der Aktie für hier diese 189 Dollar, und das heißt 100 Stück. Ne? Wenn wir mit Optionen handeln, wisst ihr, müssen wir mit 100 Stück rechnen, also 100 Stück. So, dann haben wir ja immer das Risiko, dass wir sagen, okay, was passiert, wenn das Ganze nach unten geht? Und da ist hier, also wird gesagt, okay, wir kaufen einen Put. Und zwar in dem Falle hier den 185er Put. Ich habe euch den auch mal hier in Rot gemacht. Also dieser Put wird gekauft, das heißt, wir geben Geld dafür auf. Und das kostet ungefähr so 6 Dollar, sprich 600 Dollar etwa. Und das Ganze hat eine Laufzeit in dem Fall hier bis Juli. Also ihr seht, bis zu dem Zeitpunkt hier, ich mache uns jetzt mal ein Kreuzchen hier rein, wäre also tatsächlich die Aktie als solches abgesichert. Sie könnte, wenn sie mehr als 4 Dollar fallen würde, von 189 Dollar auf 185 Dollar, das sind 4 Dollar mal 100, 400 Dollar, unser Risiko läge jetzt bei 400 Dollar, weil, wenn die beispielsweise jetzt hier auf 140 fällt, selbst wenn sie auf 0 fällt, dadurch, dass ich den Put gekauft habe, habe ich das Recht, bis zum Ende der Laufzeit dieser Option meine 100 Aktien zu verkaufen, und zwar eben zum Strike des gekauften Puts, und das sind diese 185. Das heißt, selbst wenn die bei 140 sind, kann ich sie am Ende verkaufen für 185, und damit habe ich das Risiko in dieser Aktie begrenzt auf eben diese 4 Dollar plus natürlich die Prämie, die ich bezahle, das heißt diese 6 Dollar. Also hier, dieser Put kostet ungefähr 6 Dollar, sprich 600 Dollar, sodass ich insgesamt also 1000 Dollar verlieren könnte. 1000 Dollar könnte ich maximal verlieren, und damit wäre ich hier bis zu dem Zeitpunkt, also bis Juli, das ist hier Mitte Mai aufgenommen, Stand 17. Mai, ihr seht das ein paar Tage später, und da seht ihr also hier, für ungefähr 2 Monate hätte ich also hier das Ganze komplett abgesichert. Nach oben habe ich jede Chance, nach unten habe ich das Ganze begrenzt. So. Jetzt war ja meine Aussage in dem Video, warum ich nicht gerne mit Optionen hedge,
ist natürlich der Kostenfaktor, nämlich hier diese 600 Dollar. Und jetzt hat sich CF Cashflow natürlich Gedanken gemacht, gesagt, es gibt ja doch einen Weg, wie man das absichern könnte, nämlich indem man sagt, ich muss hier diese 600 Dollar irgendwo her verdienen. Ne? Also hier 600 Dollar, wie verdiene ich die am besten her? Und hat er sich gesagt, okay, da verkaufe ich doch ganz einfach einen Call und ich verkaufe unten noch einen Put dazu. Und diese beiden Optionen zusammen, die haben jeweils, ich habe mal nachgeschaut, ein Delta von ungefähr 20, die bringen roundabout wieder 600 Dollar Prämie ein. Das heißt also, das, was ich hier ausgebe, nehme ich doch auf der oberen Unterseite wieder ein. Und damit habe ich doch quasi meine Ausgabe für die Absicherung komplett eliminiert. Das heißt, ich kann mich tatsächlich für null Kosten absichern. So, klingt bis zu dieser Stelle erstmal sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen reingehen in die einzelnen Sachen. Wie schaut denn das aus mit den einzelnen Optionen? Fangen wir mal an mit diesem verkauften Call. Du hast die Aktien, 100 Stück, und jetzt hast du auf der Oberseite eine Call-Option geschrieben. Du bist short diesen Call. Das heißt, du wärst verpflichtet, die Aktien im Falle eines Falles abzugeben, weil der Käufer des Calls hat das Recht zu kaufen, dann musst du verkaufen. Ist kein Risiko für dich, weil du ja die Aktie hast. Das heißt, wenn du hier bei 189 gekauft hättest und die würde über 210 gehen, dann würde der Käufer des Calls natürlich sagen, okay, komm, gib her meine Aktien und würde sie von dir haben wollen. Ist für dich kein Risiko, weil du hast sie ja schon im Depot. Also das heißt, Kauf der Aktie plus der verkaufte Call ist nichts anderes als ein Covered Call. So weit, so gut, kein Risiko. Klar könnte man jetzt sagen, man begrenzt sich nach oben, weil die Aktie könnte ja auch auf 250 steigen, ne? Aber das wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht, da kann man ewig darüber diskutieren. In Delta 20 sagt, es gibt eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie dahin läuft und eine ungefähr 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht dahin läuft. So, wie schaut es auf der Unterseite aus? Da haben wir jetzt hier bei 170 einen Put geschrieben, also auch verkauft. Der bringt uns also auch wieder Prämien ein. Also wir können das so machen, hier haben wir 600 ausgegeben und hier nehmen wir jetzt einmal was ein und hier nehmen wir jetzt einmal was ein. Ne? So, und das heißt, wir schreiben hier einen 170er Put. So, und wie ist es denn jetzt? Und jetzt müssen wir nämlich langsam ein bisschen anfangen. Jetzt kommt nämlich das etwas Problematische an der ganzen Sache. Denn angenommen, die Aktie fällt jetzt nach unten, dann weiß ich, okay, hier bei 185 kann mir nichts passieren, weil da habe ich ja den Put gekauft. Fällt sie also weiter, werden mir an der Stelle meine Aktien weggenommen und ich hätte quasi wieder genügend Geld auch zur Verfügung, um sie bei 170 zurückkaufen zu können. Ja, dann hätte ich sie wieder im Depot. Aber, und das muss man jetzt ganz klar sagen, ist es das, was ich möchte? Also ich will ja eigentlich meinen Bestand günstig absichern. Und sage nicht, okay, dann kaufe ich sie günstiger weiter unten wieder zurück. Ne? Also das heißt, hier muss man sich ganz klar machen, dass wenn der Fall eintritt, dass die Aktie also hier nach unten geht, dass ich sie unter Umständen bei 170 wieder zurückkaufen muss. Ne? Das heißt also, das Risiko, was ich hier mit dem geschriebenen Put habe, der Call wird an der Stelle natürlich verfallen, das ist ganz klar. Aber das Risiko ist natürlich ganz einfach, dass ich dann bei 170 die Aktie kaufen müsste. So, jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt und das ist aus meiner Sicht heraus der entscheidende. Denn was hier nicht ganz stimmt, ist Folgendes. Und zwar, ihr seht hier, dass ich, und ich wische euch jetzt nochmal alles weg, damit ihr euch bitte mal nur auf die Linien hier konzentrieren könnt. Und ihr seht, ich habe einmal eine blaue Linie genommen und ich habe einmal eine rote Linie genommen oder rote Linien genommen. Und zwar, die Absicherung läuft bis hierher. Ne? Nämlich das sind Optionen, die bis Juli laufen. Und um das Ganze zu finanzieren, sind jetzt aber Optionen geschrieben worden, die einen Monat länger laufen. So. Das heißt also, ab dem Zeitpunkt hier habe ich keine Absicherung mehr. Habe ich keine Absicherung mehr an der Aktie. Und das bedeutet jetzt, wo liegen jetzt die Risiken?
Gibt es auf der Oberseite Risiken? Nein, gibt es nicht. Warum? Ich habe die Aktien, wenn es nach oben geht, also wenn hier die Aktie so bleibt und geht dann nach oben weg, kein Problem. Ich habe die Aktien, gebe sie ab, Covered Call, kein Risiko. Aber wenn ab dem Zeitpunkt, mal angenommen, die Aktie verhält sich hier seitwärts laufend, ne? Die bleibt hier über diesen 185, geht vielleicht ein bisschen hoch, wie auch immer, dann fällt ja an dem Tag spätestens, ist meine Absicherung wertlos, die ist nicht mehr vorhanden. Warum? Weil sie hört ja auf zu existieren. Und an der Stelle habe ich dann das doppelte Risiko, denn jetzt habe ich plötzlich 100 Aktien im Depot, die keine Absicherung mehr haben. Und zweitens habe ich jetzt auch plötzlich einen nackten Short-Put im Depot. Das Ganze ist dann übrigens ein Strangle. Aber dann habe ich plötzlich einen nackten Short-Put im Depot. Das heißt, ich habe Aktien, die nicht mehr abgesichert sind und habe quasi nochmal die doppelte Anzahl im Feuer, wenn es nach unten geht. Und genau das ist der Punkt, wo es dann aufhört, aus meiner Sicht heraus, ein wirklich vernünftiger Hedge zu sein oder eine Absicherung zu sein, ne? Weil du musst dann natürlich wieder sagen, und das wäre ja jetzt auch kein Problem, okay, kein Thema, dann die beiden Optionen werden natürlich, wenn nichts passiert, also wenn die Aktie jetzt irgendwie das hier macht, ne, dann werden auch schon zu dem Zeitpunkt beide Optionen relativ weit vom Preis zurückgekommen sein. Sie werden aber noch nicht bei Null sein. Das muss man ganz klar sagen. Die kosten immer noch was. Und gerade wer sich ein bisschen mit Aktienoptionen auskennt, der weiß, eine Option, 30 Tage vor Schluss, die hat schon noch Zeitwert. Ne? Das ist nicht mehr wahnsinnig viel, aber es ist schon noch da. Das heißt, diese ursprünglichen $6, die mich dieser Put hier gekostet hat und der definitiv an der Stelle weg ist, die habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht rausverdient. Und jetzt muss ich Folgendes machen. Jetzt muss ich an der Stelle ja sagen, okay, damit diese beiden Optionen nicht, oder hauptsächlich, es geht hauptsächlich um den Put, damit der jetzt nicht nackt im Feuer steht, muss ich entweder eine Nachfolgestrategie machen, das heißt, ich muss mir vielleicht wieder einen Put kaufen, das kostet wieder Geld, oder aber ich löse diese beiden Positionen auf, aber auch das kostet mich Geld. Das heißt, auch dann habe ich nicht diese ursprünglichen $6, die ich haben wollte, verdient. Und der Schluss, den wir jetzt daraus ziehen können, ist, dass es eben doch keine kostenfreie Absicherung gibt. Auch wenn es schön klingt, aber das Handicap ist einfach hier diese Zeit. So, jetzt kann vielleicht der ein oder andere kommen und kann sagen, okay, dann mache ich es doch einfach mit derselben Laufzeit. Was passiert aber, wenn ich es mit derselben Laufzeit mache? Ich glaube, der Kommentator hat nicht zu Unrecht die etwas längere Laufzeit gewählt, nämlich damit er die Prämien bekommt. Wenn er sagt, er macht das Gleiche in derselben Laufzeit, was muss er machen? Er muss deutlich näher an den Preis herangehen. Ne? Also er müsste vielleicht hier eine Option verkaufen und hier eine Option verkaufen. Und dann macht das schon weniger Sinn, das Ganze. Dann bin ich zu eng in der Range, dann darf sich die Aktie wirklich kaum bewegen, sonst wird sie mir entweder weggenommen oder ich wäre nach unten ausgestoppt bzw. wieder neu eingestoppt. So, und das ist eben die Problematik bei diesen Sachen, weil eben der Zeitwert der Optionen, den musst du halt immer mitbezahlen und den kannst du nicht so leicht zurückverdienen. Und auch deswegen, wir wissen ja jetzt nicht, was bis dahin passiert. Ihr könnt euch ja mal das Video in einem Monat nochmal anschauen oder in 2 Monaten, dann wissen wir, wie sich die Aktie verhalten hat. Ich werde es auch mal so machen, dass ich es mal, dass wir vielleicht in einem Monat, in 2 Monaten nochmal drauf schauen und sagen, okay, was wäre denn daraus geworden? Und ihr seht aber, der gute alte Spruch, there is no free lunch, also es gibt kein Geldgeschenke an der Börse, ne? Der ist einfach so. Und deswegen, jeder, der euch sagt, ihr könnt euch mit Optionen kostenfrei hedgen, nein, es geht nicht. Es gibt immer irgendwo einen Punkt, wo ihr ins Risiko geht, wo ihr nicht ganz kostenfrei kommt und so weiter. Und es kann auch vielleicht der eine oder andere sagen, ja, das, die paar Cent, die es ja hinterher kostet. Nein, 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 das sind nicht ein paar Cent. Da geht es dann trotzdem darum, dass wenn man die paar Cent das paar Mal im Jahr macht, dass man schnell 4, 5, 6% Kosten dann hat. Und dann lohnt sich das ganz einfach nicht mehr, weil es macht keinen Sinn, eine Aktie, einen Aktienmarkt abzusichern mit 5 und 6% Kosten, wenn du erwartungsgemäß eben nur im Schnitt 8% erwarten kannst. Ne? Und deswegen macht es also an der Stelle aus meiner Sicht keinen Sinn. Nichtsdestotrotz, CF Cashflow, ne? Ich habe den Namen gemerkt. Danke für den Kommentar, es war eine gute Idee, aber aus meiner Sicht ist die nicht zu 100% so umsetzbar.
Jetzt kann es sein, dass der eine oder andere hier zuschaut, gerade derjenige, der von euch ein bisschen neuer dabei ist und sagt, ach, das war mir jetzt alles zu kompliziert. Ne? Long, Short, Laufzeit und so weiter und so fort. Da habe ich zwei sehr, sehr tolle Tipps für euch. Eigentlich habe ich sogar drei für euch. Genau, komm, wir machen heute drei. Alle guten Dinge sind drei. Punkt Nummer eins, ihr spult das ganze Video jetzt nochmal zurück, ne, und schaut es euch nochmal an. So, schaut euch das Video einfach nochmal an, versucht es einfach mal nachzuvollziehen, nehmt euch einen Chart von Apple und zeichnet euch das Ganze auf. Zweiter Tipp, es gibt nach wie vor unsere Online-Ausbildung Optionshandel für kleine Kunden, die ist hier unten drunter, ist da ein Link, klickt die an, kauft die euch, die lohnt sich wirklich. Das ist eine der besten Ausbildungen im Online-Bereich, die es zum Thema Optionen gibt. Wir kennen ganz, ganz viele Ausbildungen, die es gibt, die online angeboten werden. Wir kennen auch jede amerikanische Ausbildung, wir kennen auch jede im deutschen Markt und das ist wirklich eine der besten, die ihr dafür Geld kaufen könnt. Oder aber ihr sagt, na, also wenn, dann mache ich es richtig und dann gibt es hier unten noch den Link, tragt euch ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir sprechen mit euch, wo steht ihr gerade, wo wollt ihr hin, was habt ihr für Möglichkeiten, welche Zeit habt ihr, welches Geld habt ihr und so weiter, was kann man daraus machen. Wir beraten euch, tragt euch unten ein und dann telefonieren wir miteinander. Und ansonsten sehen wir uns wieder schon beim nächsten Mal im nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare. An dich, CF Cashflow, ganz speziell. Diesmal an alle anderen auch. Kommentiert das Ganze. Wenn ihr solche Problemfelder habt, wo ihr sagt, ah, das möchte ich mal aufgerechnet haben oder wie ist das dann, schreibt mir das rein und dann machen wir es hier, haben alle was davon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.